kommt heute mit uns nach Deutschland oder auch eher nur nach Bayern in Epcot. Ja, hier vorne starten wir direkt schön mit einer Würzburger Bahn. So eine schöne Modelleisenbahn. Da vorne kommt sie auch schon. Eigentlich sehr süß gemacht. Ist halt typisch deutsch. Da oben steht auch schon The Romantic Road Würzburg. Genau. Das ist übrigens hier die komplette Strecke dieser Bahn. Da vorne kommt die nächste gleich unterm Tunnel her. Das geht nach Füssen dann. Ja, genau, da hinten geht es nach Füssen. Hier haben wir ein Pavillon mit Glaskunst. Dafür sind die Deutschen ja eigentlich auch ziemlich bekannt. Glasswork Art. Wer es nicht wusste, Leute, hier könnt ihr fast ausschließlich deutsche Castmember treffen. Ja. Weil durch das Trainee-Programm, übrigens, guck mal, Schneewittchen ist immer noch da. Ja. Das ist aber super, Schneewittchen haben sie da gelassen. Durch das deutsche Trainee-Programm sind die Castmember ja, hier alle deutsch. Wechseln, glaube ich, alle halbe Jahr. Aber sie sind alle deutsch. Ja. Genau, hier habt ihr ein bisschen Glaskunst. Hier könnt ihr euch, soweit ich weiß, auch eure eigene Glaskunst zusammenstellen. Das machen die hier gerade. Genau, die wird hier gerade zusammengestellt. Und dann wird die erhitzt. Und schon ist das fertig. Gibt es schon ab 19 Dollar. Ja. Hier habt ihr noch ein bisschen was von den Überbleibseln von Flowers and Gardens. Genau, wir haben das Schneewittchen und Seppel und auf der anderen Seite die restlichen Zwerge. Da haben wir die anderen 6 Zwerge. Und dann gehen wir mal rein. Und warum haben wir Schneewittchen und die 7 Zwerge hier? Weil viele das vielleicht nicht wissen. Weil die aus Deutschland kommt. Ja. Weil die liebe Snow White Deutsche ist. Genau. So. Gehen wir hier erstmal in den Shop rein. Also, ich finde es fast ein bisschen beleidigend, dass sie uns nur so sehen. Ja, es die ist Sachen, aber, die es hier gibt. Es ist aber sehr typisch, weil hier seht ihr. Genau, ich liebe Edelweiß, ja. Es ist sehr, sehr typisch, dass die Amerikaner uns als alle als Bayern ansehen. Hier habt ihr den ganzen deutschen Merch dann. Es sind teilweise ja schon süße Sachen dabei. Ja, will ich nicht abschreiten, aber es ist halt, wir sind Mini halt in Deutschland. So. Ja. Da gibt es hier die typischen bayerischen Hütchen. Dann noch einen Rucksack für 90 Dollar. Ja. Hier haben wir natürlich bayerische Hüte, so bayerische Filzhüte. Ja, ja. I'm cooking for Germany. How about this one? How about the one with the Donald on it? Ja, das sind die ganzen. Tanzen macht Spaß. Ja, das sind die ganzen deutschen Artikel hier. Ihr seht, es gibt tatsächlich jede Menge. Also hier habt ihr zum Beispiel auch Mickey ohne Backprint, aber natürlich auch da hat Mickey wieder eine Lederhose an. Also wie Alisa schon gesagt hat, es ist fast ein bisschen beleidigend. Hier ist KitKat. Hier habt ihr dann die KitKat Station. Da gibt es ein paar Weihnachtskrüge. Genau, weil, warum auch immer, haben wir nämlich auch den Weihnachtsshop nach Deutschland bekommen. Und die Kuckucksuhren. Aber, aber das sind auch, keine, oder? Ich glaube, das sind nur Ausstellungsstücke. Nee, die haben Preise dran. Ah ja. Ja. Na, wenn ihr mal wenigstens so eine coole Disney-Kuckucksuhr gibt, ja, könnt ihr die kaufen, hier, Leute. Genau, dann habt ihr hier Stewittchen-Merch natürlich, Rapunzel übrigens auch. Genau, ein bisschen deutschen Schnupp, Mozartkugeln, ja. Haribo. Dann habt ihr hier, den finde ich tatsächlich wunderschön. Ja, Mickey von Steif. Wo sowohl der Steifbär als auch Mickey selbst den Knopf im Ohr hat. Milka-Schokolade gibt es hier. Das ist bestimmt auch schade. Kostet 80 Dollar der Mickey. Weiß gar nicht, ob es draufsteht. Ja, eine Tafel Milka-Schokolade kostet hier
6 Euro. Ich finde, dafür, dass es ein Freizeitpark ist, sogar und okay, dafür, ne? dass es Milka hier ja eigentlich nicht gibt, finde ich das okay. Ja, wir mussten ganz kurz unterbrechen, weil wir... Wir werden hier wirklich sehr häufig auf YouTube angesprochen. Ja. Also es könnte sein, dass wir vielleicht in naher Zukunft alles nicht nur noch auf Deutsch machen werden. Ja, wir müssen schauen, wie wir es dann switchen, ob die Translation von YouTube reicht, ob wir die Translation schreiben müssen, wie wir es machen. Wie gesagt, aber es gibt tatsächlich sehr, sehr viele, die uns hier ansprechen. Einige, die uns direkt vor unseren Augen folgen wollen und so weiter. Dementsprechend, ja. Ich würde sagen, wir gehen raus aus diesem Shop. Ihr habt hier noch ganz, ganz viel Steif. Ja, dann gehen wir da rüber in den... Oh, die Steifsachen sind aber auch noch schön. Ja, das stimmt. Den Tiger finde ich so toll. Auch sehr hübsch. Ich würde sagen, wir gehen raus. Ja. Ja, haben wir direkt den Biergarten. Hier ist noch den Teddybär Toy Shop, aber der hat auch zu gerade. Ich glaube, da sind wir. Gehört der nicht dazu? Nee, der hat zu. Okay. Der hat zu. Hier kannst du gucken, Sommerfest. Genau, der Biergarten. Preise. Ein Jumbo-Brezel für 11,29 Euro. Bratwurst. Ich finde, das ist noch okay, die Preise. Ich finde, das ist auch voll in Ordnung. Außer natürlich für den Alkohol, wie immer, aber das ist ja normal hier. Guck mal, wenn du bedenkst, eine Bratwurst mit Sauerkraut und Paprika-Chips dazu für 11,49 finde ich okay. Ja, wobei du dich jetzt auch fragst, wer in Deutschland Paprika-Chips dazu isst. Aber ja, die Amerikaner machen das. Ja, dann haben wir Kunstarbeit in Kristall. Ist ja auch ein Ding. Oktoberfest-Buffet. Guck mal, das ist doch mal was hier. Hier haben wir ein Oktoberfest-Buffet. Da seht ihr, was es alles gibt. Ja, gibt es für 49 Euro für Erwachsene und für Kinder für 27 Euro. Ja, das ist Oktoberfest-Buffet, Leute. Das ist vielleicht sogar ein bisschen eher was, falls ihr Bock habt. Hier haben wir Kunstarbeit in Kristall. Da gehen wir wirklich nur einmal fix hier durch, weil da jetzt auf jedes einzelne Produkt einzugehen. Das sieht hier sehr aus wie bei Harringtons, muss man dazu sagen. Den finde ich sehr hübsch. Auch tatsächlich ein New Release. Aber es ist ja auch nur 79.000 und es ist tatsächlich auch von Arribas. Deswegen sieht es auch aus wie bei Harringtons hier. Also wer gerne 79.000 Dollar auf den Kopf hauen will, kann das hier tun. Hey, go for it, ne? Aber hier sieht es halt wirklich aus wie bei Harringtons, ne? Guck mal. Ja. Das ist fast 1:1 der Store. Wobei Arribas ja eigentlich französisch ist. Deswegen hätte man diesen Arribas-Shop eigentlich nach Frankreich packen müssen. Meiner Meinung nach. Da haben wir noch ein bisschen Rittersport-Schokolade im... Genau, und Salamis. Wie gesagt, ja, die Mozartkugeln, was kosten die Mozartkugeln hier? Die sind ja bei uns schon immer sehr teuer. 13,99. Wobei man ja auch das da jetzt dazu sagen muss, dass Mozart auch kein Deutscher war. Ja, gut. Aber ich glaube, für die ist das hier alles gleich, egal ob alles gleich, Deutsch, alles Österreichisch, gleich. Schweizisch. Alles gleich. Schweizisch. Ja, Leute, dann haben wir hier noch mehr. Also deutschen Merch, aber fast alles, was wir schon hatten. Die zeigen wir hier. Dann habt ihr hier Ich liebe Bier. Also. Ja. Put me down for Wurst, ja. Nein, muss es zusammenlesen. Worst Behavior. Ach so, Worst Behavior. Ja. Wenn man möchte. I don't give a Schnitzel. Yes. Vom Hofbräuhaus haben wir hier auch Merch. Ja, ihr habt da so einen Pulli noch vom Hofbräuhaus. Aber wie ihr seht, das ist alles eher bayerisch als deutsch. Ja, und dann sind wir direkt perfekter Übergang in den Christmas Shop. Wobei, ja, erklär mir, warum der Christmas Shop nach Deutschland muss. Ich weiß nicht, ob es da eine Erklärung für gibt. Ist das ein Platzset oder? Ja, nee, ich würde sagen ein Küchentuch. Keine Ahnung. Ja, das ist auf jeden Fall hier der Weihnachtsshop, Leute. Der sieht auch ähnlich aus wie bei uns. Wobei ich da hinten haben wir noch eine. Hier haben wir verschiedenste Pickles. Dann haben wir auch das hier sogar auf Deutsch. Schöne Adventszeit.
German Pavilion. Der ist hübsch. Der ist sehr hübsch, ja. Ich finde auch den Tischläufer. Jetzt habe ich wirklich einen Tischläufer gefunden. Finde ich auch äußerst hübsch, kann ich euch mal zeigen. Natürlich auch Weihnachten. Aber so ist er von der einen Seite und so von der anderen. Mhm. Aber kostet halt auch mal eben $60, ne? Ja gut, das ist halt der typische Preis für die Disney-Tischläufer, ne? Ja, ja. Das fand ich auch hübsch hier. Find the Hidden Ginger Man and More. Ja, auch hübsch. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Süßigkeiten. Hauptsächlich Werthers. Also genau, das ist fast ein reiner Werthers-Originalshop. Gibt es Werthers Popcorn in verschiedenen Sorten. Hier wird Werthers auch gerade nachgereicht. Genau, was ich sehr cool finde, habe ich bei uns noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand von euch schon gesehen hat. Von Werthers dieses Blissful Caramel als Topping für weiß nicht, Eis, Kaffee, alles Mögliche. Ja, wie ihr seht, sieht richtig cool aus. Da gibt es verschiedenstes Gebäck, da ist aber wieder rappelvoll. Genau. Und wir sind hier einmal rumgelaufen. Da gibt es nochmal Bier und Brezeln. Genau, Bier und Brezeln gibt es da drüben. Und ich meine, wir haben vorne rechts auch noch eine Bühne. Schauen wir mal. Was wird da gespielt dann? Schlager? Nee, hier. Musikantenstadel? Ja, sowas, genau. Bayerische Volksmusik wird da gespielt. Hier gibt es auch nochmal frisches Popcorn. Ja, die Groovin Alps. Ja, die Groovin Alps haben wir hier. Die sind aber weiter. Nee, wo sollen die sein? Ich glaube, noch weiter vorne, oder? Also jetzt, ich glaube, also den Gebäuden nach zu urteilen hier, die jetzt gerade alle geschlossen haben, sind wir auf jeden Fall noch im deutschen Bereich. Ich könnte mir vorstellen, weil das hier so ein bisschen nach einer Bühne aussieht, das linke, ein bisschen, dass es normalerweise hier wäre. Weil ich meine, da vorne sind wir dann schon im nächsten Bereich. Ja. Ja, Leute, dann hat in Deutschland gerade einiges geschlossen. Wegen Bauarbeiten geschlossen, das kennen wir aus Deutschland auch. Ja, ist ja nicht unüblich. Ja, genau. Dann sind wir fertig mit diesem Bereich. Wenn euch dieses Video gefallen hat, aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal und wie immer freuen wir uns über einen Daumen hoch.